M5. 25 Jahre breiter, stärker, schneller. Wahrgewordene jungen Träume aus Blech und Aluminium. Von der Rennstrecke auf die Landstraße. Vom Supersportler zum Business-Bolid. Alle entwickelt auf der legendären Nürburgring-Nordschleife. Seit den 60er Jahren verpasst auch die BMW M GmbH hier ihren Autos eine sportliche Seele. Zum 25. Jubiläum des M5 hat die Motorsportmanufaktur Journalisten ins Testcenter geladen, um die Faszination M hautnah zu erleben. Vom ersten M5, dem E28, bis hin zur aktuellen Version stehen die PS-Boliden zur Verfügung. So lassen sich optische Änderungen, die sich über Jahrzehnte dem Trend und der Sicherheit ergeben haben, direkt erkennen. Vor allem aber lässt sich die Entwicklung der Technik bestens nachvollziehen. Wurden E28 und E34 noch von Reihen 6ern angetrieben, brummt der Nachfolger mit V8. Aktuell sorgt sogar ein V10 für Gänsehaut. Doch wie kam es überhaupt zur M GmbH? Der BMW 3.0 CSL ist der Vater aller M-Gedanken. 1972 gründet BMW die Tochtergesellschaft Motorsport GmbH mit dem Ziel, erfolgreich in den Rennsport einzusteigen. Was dank Fahrern wie Niki Lauda, Hans-Joachim Stuck und Dieter Quester auch gelingt. Mit 750 PS und 341 km/h Spitze erreicht der Überdreier 6 Europameistertitel. Basis ist die Leichtbauversion des 3.0 CSL mit 200 PS. Nur 1165 Kilo bringt das Coupé auf die Waage und damit die Autowelt zum Staunen. Die großen Sechszylinder-Coupés sind nicht nur auf der Rennstrecke gefürchtet. Wer das markante Gesicht des BMW im Rückspiegel entdeckt, macht Platz. Es ist die große Bleifuß-Ära. Benzinverbrauch spielt kaum eine Rolle. Niere und Doppelscheinwerfer werden zu prägenden Stilelementen aller BMW der 70er und 80er Jahre. Dazu überschlagen sich in der Fachpresse die Lobeshymnen auf den Motor. Bester Sechszylinder der Welt. Enorme Durchzugskraft. Die Grundlage für extrem sportliche BMW ist gelegt. Jetzt gilt es, die Welt mit außergewöhnlichen Supersportlern zu beeindrucken. Um die Entwicklung des M5 nachzuvollziehen, kommt man am M1 nicht vorbei. 1978 vorgestellt, leistet die Serienversion satte 277 PS. Sein Hochleistungsmotor wird später das Herz des ersten M5. Ja, also das Auto wurde ja für den Motorsport konzipiert. Nur die Entwicklung dauerte relativ lange. Der Rahmen von dem Auto, der wurde in Modena gemacht. Giugiaro in Turin machte die Karosserie. Dann das Ganze wurde zusammengesteckt, zum Bauer nach Stuttgart transportiert. Und von München kam der Motor und von Friedrichshafen kam das Getriebe. So wurde das Auto zusammengebaut und dann kam es nach München. Dann haben wir alles wieder auseinandergebaut, haben alles angeschaut und wieder zusammengeschraubt. Klingt in der Theorie vielversprechend. Aber wir wollen wissen, wie sich der Oldie fährt und schicken unseren Reporter mit dem M1 auf die Nordschleife. Der Erstkontakt zeigt, dieser Supersportler ist nichts für schwache Nerven. Leck. Also muss man schon deftig in die Eisen gehen. Also für Otto Normalverbraucher wie mich, unfassbar, so eine Legende zu fahren. Das ist noch richtig Rennsport.
Auto wirklich hartes Rennen zu fahren. Man merkt jetzt schon eine Runde Nordschleife, es geht tierisch in die Unterarme. Das Lenkrad sehr instabil, aber die Lenkung ist der Hammer. Sobald man irgendwie den Körper ein bisschen mitnimmt, zack, versetzt es ein und merkt, wie so ein bisschen tänzelt. Das ist harte Arbeit. Hat, im 1 zu fahren, unbedingt machen. Rennsport pur im Straßenfahrzeug. Genau das war auch die Vorgabe für den ersten M5. Und der steht jetzt zur Testfahrt bereit. Baujahr 85, 286 PS, 250 km/h Spitze. Leistungsdaten eines Sportwagens und das in einer Limousine. Wir haben vor 25 Jahren zum ersten Mal 4 Türen und ein Sportauto gepaart. Das war eine Zeit, wo jeder gesagt hat, das geht eigentlich nicht. Und das war in gewisser Weise ein bisschen Understatement, Wolf im Schafspelz. Und das ist etwas, was immer auch wieder geblieben ist. Also M steht an und für sich für vieles, für Präzision, für Feedback, für Charakter, der einmalig ist. Und das haben die Fahrzeuge vor 25 Jahren gehabt und das wird immer so bleiben. Was wir uns vorgenommen haben, das kann ich schon verraten, wir gehen auch in Richtung CO2-Reduktion einen Schritt voran und nehmen uns vor, erstens 20% geringeren Verbrauch und best in Segment zu sein. Das heißt, jeden Wettbewerber dort Paroli zu bieten oder zu schlagen. Wer könnte mehr über die Entwicklung der M-Fahrzeuge wissen als der ehemalige Chef? Für uns setzt sich Gerhard Richter nochmal in die verschiedenen Business-Sportler. Also das Fahrverhalten ist puristischer, als wir es heute von modernen Autos kennen. Das heißt, der Fahrer wird mehr gefordert, allerdings auch etwas mehr eingebunden. Nach heutigen Maßstäben würden wir eindeutig sagen, weniger perfekt. Aber das zu beherrschen, hat auch seinen Reiz. Dieses Zusammenspiel von Mensch-Maschine, weil der Nürburgring mit seinem doch sehr anspruchsvollen Höhenprofil, seinen sehr viel Bodenwellen, unterschiedlichen Kurven, ein Konzept fördert, was Fahrer und Maschine zusammenbringt. Und dadurch wird ein Auto schnell, ohne die maximale Leistung bereitstellen zu müssen. Natürlich haben wir auch Spaß an unserer Arbeit. Das gehört dazu. Also hier steckt richtig Herzblut drin. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass es noch genügend Kunden, vorher natürlich Journalisten, gibt, die dieses Herzblut oder dieses umgesetzte Herzblut nachvollziehen können. Mit Herzblut wird auch der Nachfolger auf die Räder gestellt. 1988 kommt der E34 auf den Markt. Er leistet schon maximal 340 PS. Unter 6 Sekunden bis Landstraßentempo. Schneller als ein Porsche 911. Die Entwicklung findet schon damals auf höchstem Niveau statt. Im bayerischen Garching treffen die Testdaten direkt vom Nürburgring ein.
Der M5 unterliegt strengsten Prüfungen. Er wird auf Herz und Nieren gecheckt. Windgeräusche, A-Säulenbereich links und B-Säule rechts. Lenkrad gerade Auslauf, halben Zahn versetzt. Golden brown, texture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight. Die Nordschleife mit all ihren Kuppen, Kurven und Höhenunterschieden ist ideal, um Stoßdämpfer und Federn optimal einzustellen. Käufer des E34 M5 hatten sogar die Option auf das sogenannte Nürburgring-Fahrwerk. Aus einem ganz bestimmten Grund.